So, dann herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Geschichte der Mathematik. Gibt noch einen kurzen Nachtrag zu Ägypten. Da fehlte uns noch die sogenannte Hau-Rechnung. Keine Sorge, tut auch nicht weh. Und dann gibt es das antike Griechenland, da kommen wir also schon in den zweiten Block. Und wie Sie vielleicht auch schon bemerkt haben, gibt es als Abschluss des ersten Blocks auch schon das Video zu Ethnomathematik. Nur zur Erinnerung, also damit die Vorlesung früher fertig ist, gibt es ja einige Sachen dann nicht in der Vorlesung, sondern nur als so Videos. Das ist aber jetzt nicht so, dass das dann nur, weil ich so viel Spaß habe, die Videos aufzunehmen. Das kann dann schon auch sein, dass Themen von den Vorlesungsvideos, zu denen es keine Vorlesung gibt, auch in der Prüfung drankommen. Werden Sie auch nachher sehen, ich habe in die Folien für den ersten Block auch so Leitfragen zur Prüfungswiederholung reingeschrieben, so ähnlich wie bei Grundfragen des Mathematikunterrichts, dass man nochmal weiß, was sollte man für die Prüfung eigentlich können. Und dann geht's los mit dem zweiten Block, antikes Griechenland. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir alle Folien schaffen, die ich mit habe, aber wir sollten zumindest mal bis zur ionischen Periode kommen, sonst gibt es da zeitlich auch Probleme. Nächste Woche gibt es dann einen zweiten Teil Griechenland und wahrscheinlich gibt es nächste Woche dann auch schon wieder das ergänzende Video zum Block Griechenland. Zumindest habe ich für morgen schon wieder einen Termin beim E-Learning eingebucht. So, wir fangen mal an mit dieser Aufgabe aus dem Papyrus Rind oder aus dem Ahmed Papyrus. Wollen wir hier ein bisschen blättern. Oh, sieht ja ganz gut aus. Also, verteile 10 Hekat Gerste so an 10 Männer, dass der zweite 8 Hekat mehr als der erste erhält, der dritte 8 Hekat mehr als der zweite und so weiter und so weiter. Der Unterschied also immer 8 Hekat beträgt. Gut. Ah. So ein bisschen nachdenken könnte das was mit Reihen zu tun haben. Was man da will, ist, dass jeder sozusagen immer ein Achtel mehr von diesem Hekat Getreide bekommt. Hekat ist einfach ein Hohlmaß, also ein Volumen an Gerste. Der erste soll was kriegen, der zweite 8 Hekat mehr, der dritte dann 16 Hekat, ein 16. Hekat mehr als der erste, Nochmal richtig. Also der erste bekommt eine bestimmte Menge, der zweite bekommt ein Achtel Hekat mehr. Die 8 mit dem Dach darüber ist ja ein Achtel. So, der zweite bekommt dann noch ein Achtel mehr, also ein Viertel mehr als der erste, ne, und so weiter und so fort. So, jetzt können Sie sich mal überlegen, wie Sie das algebraisch lösen würden. Wir schauen einmal durch, wie die das machen. Und dann gibt es eh gleich direkt eine kleine Übungsaufgabe, die nämlich vom letzten Mal übrig geblieben ist. Die sollten wir mal machen. Also die durchschnittliche Menge wird hier gesagt, wenn ich an alle Männer quasi gleich viel verteilen würde, bekäme jeder ein Hekat. Oh, keine Einwände soweit. Ne? Die Anzahl der Unterschiede, also Unterschied vom ersten zum zweiten, Unterschied zum zweiten zum dritten und so weiter, ist in diesem Fall 9. Das meint also, das stimmt natürlich nicht, wenn Sie jetzt sagen, von jedem zu jedem, das meint immer die Unterschiede vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten, dritten zum vierten, vom vierten zum fünften. Ne, es gäbe natürlich mehr Unterschiede. Sie könnten sich auch den Unterschied vom ersten zum fünften angucken. Hier ist immer nur gemeint, die Anzahl der Unterschiede von einem zum nächsten sind 9. Ne, wenn Sie 20 Männer hätten, hätten Sie 19 Unterschiede. Es meint immer nur von einem zum nächsten. Jetzt nimmt man die Hälfte des Unterschieds. Der Unterschied immer zwischen einem und dem nächsten soll ja immer ein Achtel sein. Die Hälfte davon ist ein 16. Jetzt multipliziert man die Anzahl der Unterschiede mit der Hälfte des Unterschieds, also 9 mal ein 16. Da kommt raus 1/2 plus ein 16. Oder wenn Ihnen das zu blöd ist, 9 16. Ist ja dasselbe. Das addiert man zur durchschnittlichen Menge und hat dann angeblich den größten Anteil, also das, was der 10. Mann bekommt, und man subtrahiert das von der durchschnittlichen Menge und hat dann angeblich das, was der 1. Mann bekommt. Und wenn man dann alles aufaddiert, soll da angeblich auch wieder 10 Hekat Getreide rauskommen. Ja. Und da kommt jetzt für Sie die spannende Frage, also 8 Stück habe ich mit, es kann fast jeder eins haben.
die spannende Frage, warum funktioniert das eigentlich? Und Sie sollen auch mal probieren, ob Sie das mit der anderen Zahl hinkriegen. Und Sie können auch mal versuchen, das mit Algebra zu lösen und gucken, ob Sie auf dasselbe Ergebnis kommen. Wir können vielleicht noch eben umrechnen. Hier steht, addiere dies zur durchschnittlichen Anzahl. Da kommt 1 plus 1,5 plus 1 Sechzehntel raus. Also wenn Sie es jetzt umrechnen würden, hätten Sie also 16 Sechzehntel plus 8 Sechzehntel sind 24 Sechzehntel. Also die größte Menge soll angeblich 25 Sechzehntel sein. Und unten steht 1 Viertel plus 1 Achtel plus 1 Sechzehntel. Das sind also 4 Sechzehntel plus 2 Sechzehntel plus 1 Sechzehntel. 4 plus 2 plus 1 sind, glaube ich, 7. Ne? 7 Sechzehntel müssten das sein. Habe ich mich verrechnet? Na, sieht gut aus. Also der niedrigste 7, der höchste 25 Sechzehntel soll da angeblich rauskommen. Gut, schauen wir mal. Durchschnittliche Menge, wenn man 10 Hekat hat und 5 Männer. 10 geteilt durch 5, oder? Also im Schnitt kriegt jeder Mann 2 Hekat. Anzahl der Unterschiede, wenn man 5 Männer hat? 4. Nimm die Hälfte des Unterschieds. Der Unterschied soll 1/4 sein in diesem zweiten Beispiel. Also 1/2 mal 1/4. Ist nach Adam Riese 1/8, wie man so schön sagt. Nehme ich eigentlich auf? Ich glaube schon, oder? La la la, ja, sieht gut aus. Weiter geht's. Multipliziere die Anzahl der Unterschiede und die Hälfte des Unterschieds. So, also hier muss ich jetzt rechnen, 4 mal 1/8. Das sind 4/8. Ja, oder 1/2. Was Ihnen lieber ist. Addiere dies zur durchschnittlichen Menge. Erhalte den größten Anteil. 2 plus 1/2 ist gleich 5/2. Also ich mache jetzt mal immer mit europäischen Brüchen, ne? Und nicht mit diesem 1/2, 1/4 und so. Das ist ja nervig. Das geht so etwas schneller. 5/2. Beziehungsweise ich mogel schon mal und schreibe das als 10/4 hin. Das geht dann gleich schneller. Subtrahiere dies von der durchschnittlichen Menge, erhalte die kleinsten Anzahl, ist 2 minus 1/2, ist glaube ich 1/2, also 3/2, beziehungsweise 6/4. So, jetzt kommt die Probe, ob das stimmt. Also ich habe hier unten mal die Probe gerechnet für die Sechzehntel. Da steht 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 plus 17 plus 25 Sechzehntel. Wenn Sie jetzt, Sie haben garantiert mal was gehört über so Summen der ersten Zahlen und so. Das kann man natürlich ganz geschickt machen, dass man da immer rechnet. 7 plus 25, 9 plus 23 und so weiter. Und dann sieht man sehr schnell, dass sich das oben auf 160 summiert. Und 160 durch 16 ist gleich 10. Kommt also hin, die Männer kriegen tatsächlich auch 10 Hekat Getreide. Jetzt machen wir das hier auch mal. Es geht los mit, der Erste bekommt 6/4. Der Zweite soll dann 1/4 mehr kriegen, steht hier oben. Also kriegt er 7/4 plus 8/4 plus 9/4 plus 10/4. Mehr haben wir gar nicht. So. Das kriegen die insgesamt. Der Erste 6, der Zweite 7, dann wird es 10. Jetzt kann man wieder gucken. 6 plus 10 ist 16. 7 plus 9 ist auch 16. Sind zusammen 32. Plus in der Mitte stehen noch 8. Macht 40/4. Ist gleich 10. Hat also funktioniert. Die Männer haben wieder ihr Getreide bekommen. Haben Sie eine Ahnung, wieso das immer funktioniert? Was ich ja mache, ist im Grunde genommen, ich rechne mal aus, an dieser Stelle hier nämlich, diese 1/2, die hier stehen, das ist das, was ich sozusagen reservieren muss für unterhalb des Durchschnitts und da muss ich 1/2 reservieren für oberhalb des Durchschnitts, weil ich habe genau das dann, ja, das war jetzt blöd erklärt,
Wir haben vier Unterschiede. Auf diese vier Unterschiede verteilt, bei jedem dieser vier Unterschiede ist ein Viertel. Wir haben also viermal ein Viertel diesen Unterschied. So, und hier wird das genau so gemacht, dass ich dann aber nur die Hälfte des Unterschieds nehme und das mal vier nehme. Also an sich vier Unterschiede zwischen den Männern und ein Viertel ist der Unterschied. Ich habe also an Unterschieden eins zu verteilen insgesamt. Ein Hekat muss ich reservieren nur für die Unterschiede zwischen den Männern. Die Hälfte dieser Unterschiede muss links sozusagen von dem mittleren Mann sein und die andere Hälfte der Unterschiede ist rechts von dem mittleren Mann. Und der mittlere Mann, der kriegt natürlich genau die durchschnittliche Menge. Und deswegen kriegt dann der unterste Mann minus die eine Hälfte und der oberste Mann kriegt plus die eine Hälfte. Jetzt kann man noch überlegen, wir haben bis jetzt immer nur, na stimmt, ja, wir haben es jetzt immer so gehabt, dass die Hekat waren gerade und die Männer waren gerade. Funktioniert das auch, wenn jetzt die Hekat ungerade sind und die Männer sind gerade? Also gibt's da, haut das auch wirklich immer hin? Das könnte ja noch ein Streit sein. So, jetzt bei diesen Zahlen wird das etwas komplizierter, funktioniert aber im Prinzip auch immer noch genauso. 25 Hekat-Getreide an 6 Männer bekommt ein Mann im Schnitt 25 Sechstel Hekat. 6 Männer, also zwischen je dem einen und dem nächsten haben wir 5 Unterschiede. Jetzt nehme ich die Hälfte des Unterschieds. Der Unterschied soll in dem Beispiel 1,5 sein. 1,5 mal 1,5 ist gleich 1/4. So, jetzt mache ich schon einen Trick. Jetzt sehe ich schon, hier stehen Viertel und da stehen Sechstel. Das wird insgesamt sich lohnen, dass ich da auf den Hauptnenner gehe. So, also ich schreibe schon mal hier die 25 Sechstel als 124stel. Und ich schreibe hier auch schon mal das 1/4 als 6 24stel. So. Alles noch in Butter. So, jetzt multipliziere die Anzahl der Unterschiede. Das ist in dem Fall 5 mit dem hier. Also muss ich rechnen, 5 mal 6 24stel ist also 30 24stel. Und jetzt addiere dies zur durchschnittlichen Anzahl, ist 100 24stel plus 30 24stel ist 130 24stel. Und 124stel minus 30 24stel ist gleich 70 24stel. So, jetzt muss ich noch überlegen, 1,5 sind 12 24stel, ist auch okay, ne? 1,5 ist 12 24stel. Also habe ich jetzt hier stehen 70 plus, der nächste kriegt 82 24stel, der nächste kriegt 94 24stel, der nächste kriegt 106, der nächste kriegt 118 und bei 118 plus 12 ist genau 130. Mal nachzählen, ob wir genug Männer haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch wieder addieren. 130 plus 70 ist 200. 82 plus 118 ist auch 200. Und 94 plus 106 ist erfreulicherweise auch 200. Und das Ganze geteilt durch 24 ergibt 624stel und das ergibt 25. Ei, ganz knapp am Rand. So, also auch da klappt das. Das klappt tatsächlich immer. Es ist, außer natürlich, was Sie nicht machen dürfen. Wann funktioniert das nicht? Wenn Sie sagen, der bei 25 Hekat an 6 Männer und der Unterschied zwischen denen soll immer 6 sein. Aber dann hätten Sie ja schon für die Unterschiede 6 mal 6 ist 36, Sie haben aber, 6 mal 5 ist 30, Sie haben aber ja nur 25 Hekat zu verteilen. Also die Summe der Unterschiede darf natürlich nicht größer sein als die Menge an Getreide, die verteilt werden soll. Ne? Sonst müssten Sie sagen, ja, es muss halt jeder Mann 3 Hekat Getreide mitbringen. Und dann funktioniert das, aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. So, jetzt vielleicht auch mal, wie löst man das denn mit Algebra zum Vergleich? So, das ist ja gar nicht so schwer. Der erste Mann kriegt x. Wir machen mal die 10 Hekat, 10 Männer, ein Achtel Unterschied. So, der erste Mann kriegt x, der zweite Mann kriegt x plus ein Achtel. Der dritte Mann kriegt x plus 2 Achtel.
So, und so weiter. Plus, Punkt, 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 plus der letzte Mann kriegt x plus 9 Achtel. Und das soll insgesamt 10 ergeben. So wird man das normalerweise aufschreiben. Jetzt muss man halt ein bisschen sortieren. Hat man vorne auf jeden Fall mal 10 x, weil wir haben 10 Männer. Und bei den Achteln hat man stehen Summe von k gleich 1 bis 8 über k durch 8. So, jetzt wollte es halt auch mal richtig mathematisch hinschreiben. So, ist gleich 10. Also oben steht 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5 plus 7, 6 plus 7 plus 8. Und das dann durch 8. Die Summe der ersten 8 Zahlen ist 8 mal 9 halbe, wenn ich mich nicht irre. Ne? 9 Unterschiede, bis 9 geht das. Bin schon gewundert. Zu Hause kam nämlich noch was anderes raus. Also ist das 10x plus, so, das kennen Sie doch, diese kleine Gauss-Formel, die macht man immer, wenn man den Induktionsbeweis kennenlernt. N mal n plus 1 halbe, kommt nachher auch noch mal wieder. 8, also 9 mal 10 halbe mal 1 Achtel ist gleich 10. 10x, 9 mal 10 halbe ist 45. 45 Achtel plus 45 Achtel. Dann mache ich hier hinten auch schon mal Achtel, dann geht das gleich leichter. Okay, minus 45 Achtel, also ist 10x gleich 35 Achtel. Ja, und jetzt sollte ich das vielleicht noch durch 10 teilen. Also ist x gleich 35 Achtzigstel. Bis jetzt ist noch alles okay, ne? Habe mich, glaube ich, noch nicht verrechnet. Und jetzt sage ich mal, 35 ist 5 mal 7 und 80 ist 5 mal 16. Also steht hier 7 Sechzehntel. Der nächste Mann kriegt dann 7 Sechzehntel plus 1 Achtel. Und oh Wunder, schauen Sie mal, hier hat unser Mann auch 7 Sechzehntel bekommen. Also die Lösung stimmt natürlich überein. Und auch hier sehen Sie, dass da Reihen drin ist. Sie haben also tatsächlich die ein für einfache arithmetische Reihen finden sich auch schon. Sie haben aber, das ist wieder so ein typisches Beispiel, Sie haben jetzt keine algebraische Schreibweise mit Variablen, sondern Sie haben halt auf diesem Papyrusrind einfach immer Beispiele mit konkreten Zahlen, wo beschrieben ist, wie das zu tun ist. Aber es ist auch, also es ist ein ganz klarer Algorithmus zur Lösung des Problems angegeben. Das ist so typisch, das nennt man rhetorische Algebra. Da ist halt beschrieben, wie zu tun ist. Und es gibt noch keine symbolische Algebra, wo man sozusagen dann Symbole einsetzt. Ja, das ist ein einfaches Beispiel von rhetorischer Algebra. In dem Fall der Wert von bestimmten Reihen zu bestimmen. Gut, jetzt schauen wir uns auch noch mal was anderes an. Das ist die eigentliche Hau-Rechnung. Hau ist halt, ein Hau ist ein Haufen. Und da sind immer so Aufgaben dann in dem Papyrus Rind drin. Hier zum Beispiel Papyrus Rind, Aufgabe 24. Ein Haufen und sein Siebtel zusammengenommen ergeben 19. So, jetzt bereite ich das hier schon mal vor. Das müssen wir nämlich gleich etwas länger hinschreiben, sonst versteht man nicht so richtig, was da passiert. Das ist nämlich sehr, sehr kurz aufgeschrieben. Also die Interpretation, die da auf der Seite daneben steht, die stammt von Herrn Lutz Führer. Das ist so Mathematikdidaktiker und Historiker. Und auf der Tafel steht, auf dem Papyrus steht quasi nur diese Zahlenfolge links und das Problem. Und dann steht da, die Lösung ist 19 mal 7 Achtel, beziehungsweise halt in deren Schreibweise sieht das dann etwas anders aus. So, wie machen die das? Also die eine Interpretation ist, die suchen sich eine bequeme Zahl aus. Die sagen, ein Haufen und sein Siebtel, da würden wir sagen, x plus x Siebtel. Ein Haufen plus sein Siebtel. Zusammengenommen ergeben 19. Jetzt können die nicht mit den Unbekannten rumrechnen und wollen auch mit der 19 erstmal nicht rumrechnen. Und dann sagen die sich, naja, ein Haufen und ein Siebtel, das kann man ja relativ bequem berechnen, wenn man mal so tut, als hätte der Haufen 7 Teile. Und jetzt sind die ersten zwei Zeilen, dass man ausrechnet, was ist denn ein Haufen und ein Siebtel, wenn man mal sagt, der Haufen hat 7.
Sie könnten auch eine andere Zahl nehmen, andere bequeme Zahl wäre 14. Und Sie sagen, der Haufen hat 14, dann lässt sich auch leicht ausrechnen, was sein Siebtel ist. Aber Sie wollen so komplizierte Brüche möglichst vermeiden erstmal. Wir machen es jetzt mit 7. So, ein Haufen und ein Siebtel ergibt dann zusammen 8. So, und jetzt setzt das Zweite an. Jetzt setzt die zweite Überlegung an. Ab der dritten Zeile ist jetzt die Überlegung, okay, 8 ist aber viel zu wenig. Wir müssen das jetzt korrigieren. Wir gucken einfach nach, wie oft passt die 8 in die 19 rein. Also wir rechnen quasi 19 geteilt durch 8. Und was da rauskommt, das müssen wir dann nachher mit der 7 mal nehmen. Das ist quasi der Korrekturfaktor, den wir brauchen. Weil wenn wir das mit der 7 mal nehmen, also wenn wir das, was da rauskommt, mit der 7 mal nehmen, dann kommt ja nachher genau auch das raus, was wenn wir mit der 8 mal nehmen. So, also gut, machen wir das mal. Das ist jetzt wieder einfach die komplizierte Art, wie die gucken, wie oft die 8 in die 19 reinpasst. Passt zweimal rein, dann hat man 16. Dann noch einmal braucht man nicht. Dann wäre man ja bei 16 plus 8 schon bei 24. Das ist also viel zu viel. Also nimmt man mal noch die Hälfte. Das wäre 4. Das ist aber auch noch zu viel. Dann ist man schon bei 20. Also nimmt man noch mal ein Viertel. Dann hat man 2. Dann hätte man 16 plus 2 ist man bei 18. Ist man immer noch nicht ganz fertig. Also muss man noch ein Achtel dazu nehmen. Ein Achtel von 8 ist 1. Okay, das haut jetzt hin. Also weiß man jetzt 2 plus ein Viertel plus ein 18. Also in unserer Sprache 19 Achtel mal passt die 8 in die 19 rein, was Sie jetzt nicht verblüfft. So, aber die konnten ja nicht 19 Achtel hinschreiben. Die hatten ja keine gewöhnlichen Brüche, sondern die hatten nur diese Summen von Stammbrüchen und maximal noch ein Zweidrittel. So, und jetzt sagen die einfach, aha, das müsste man jetzt mal nehmen mit der 7. Und was da dann rauskommt, das ist die Lösung der Gleichung. Und da kann man sich überlegen, mit diesem Verfahren kann man alle linearen Gleichungen lösen. Und das geht immer durch einfachen falschen Ansatz, nennt man das auch. Ich habe auch, glaube ich, noch ein zweites Beispiel mit. Ein Haufen und ein Viertel zusammengenommen ergeben 15. Funktioniert wieder genauso. Nehmen wir an, unser Haufen besteht aus 4 Teilen. Da müssen wir noch ein Viertel dazu nehmen, dann haben wir 5. Zusammen hätten wir 5 und nicht 15, was wir eigentlich brauchen. Also gucken wir wieder, wie oft steckt die 5 in der 15 drin. Ja, müssen wir mal 2 nehmen, dann haben wir 10 und dann können wir schon aufhören, weil 1 mal 5 plus 2 mal 5 ist schon 10. Wir halten also als Korrekturfaktor 3. Mit der 3 müssen wir die 4 mal nehmen, also lautet die Lösung 12. Wieder eingesetzt, funktioniert auch. 12 plus ein Viertel von 12 ist 12 plus 3, ergibt 15. So. Also viele Mathematikhistoriker interpretieren die Hau-Rechnung so, dass die sagen, das ist ein einfacher, falscher Ansatz. Die haben sich immer eine Zahl ausgewählt, die sie einsetzen für den Haufen, wo sie bequem das ausrechnen konnten. Und dann haben sie sozusagen nachher geguckt, mit welcher Zahl muss ich das multiplizieren, damit das Ergebnis passt. Es gibt eine Minderheit von Mathematikhistorikern, die darin tatsächlich algebraische Umformungen sehen wollen, die sagen, naja, also in den ersten zwei Zeilen gucken die mal nach x plus x Viertel, also 1 plus 1 Viertel, was ergibt das eigentlich? Und da kommt dann raus, okay, 1 plus 1 Viertel ergibt 5. Okay, also haben wir 5 Viertel x, die wir eigentlich suchen. Und jetzt müssen wir noch rechnen, 15 geteilt durch 5. Also gucken wir jetzt nach, wie oft passt die 5 in die 15 rein. Da kommt 3 raus, also ist x Viertel 3 und x wäre dann 12. Auch diese Interpretation ist sozusagen mit der Zeichenfolge, die da links steht, kompatibel. So, kann man jetzt nicht entscheiden, weil können ja nicht so eine Mumie auftauen oder so. Also die Wahrscheinlichkeit ist aber allerdings größer, dass es ein einfacher, falscher Ansatz ist, als dass die wirklich so gedacht haben, dass wie viel Fache von dem Haufen haben wir denn da und so weiter. Aber auf jeden Fall sind das Vorformen, typische Vorformen der Algebra. Und insbesondere merkt man auch, dass diese Aufgaben auch eingekleidete Aufgaben wieder sind,
Wann stellt sich schon mal das Problem, dass man ausrechnen muss, dass man weiß, dass ein Haufen uns ein Viertel zusammengenommen 15 ergeben? Also, da waren diese Teilungsprobleme oder so. Auch das mit den Männern, mit dieser harmonischen Teilung, wo jeder da einen gewissen Anteil mehr kriegt. Auch das ist sehr, das sind halt Probleme, habe ich ja schon gesagt. Der Papyrus Rhind ist quasi eines der ältesten erhaltenen Schulbücher. Da sind halt Aufgaben drauf, mit denen man gewisse Rechenverfahren lernen soll, die im übertragenen Sinne dann auch praktische Bedeutung haben und die sehr algorithmisch aufgeschrieben sind. Aber die lösen nicht direkt Praxisprobleme in der Regel, sondern sind auch eingekleidete Aufgaben, wie wir die heute noch in Schulbüchern haben. Was sie können sollten, also mit den Zahldarstellungen der Babylonier, Ägypter und Maya umgehen können, also die entsprechenden Zahlen entziffern und umwandeln. Maya wundert Sie jetzt vielleicht, das ist halt in dem Ethnomathematik-Video drin, das habe ich nicht in der Vorlesung erzählt, wie das funktioniert. Jo. So ähnlich wie zum Beispiel die erste Übungsaufgabe auf dem ersten Übungsblatt oder so ähnlich wie die kleine Übung, die in das Video integriert ist, wo man da sowas raten soll, was dann Stellenwerte bedeuten und so. Dann multiplizieren und divisidieren, wollte ich schon sagen. Multiplikationen und Divisionen nach der altägyptischen Methode, wo man so verdoppelt, verzehnfacht und gegebenenfalls halbiert durchführen. Und auch für Brüche, ja, also auch Multiplikation mit einem Bruch. Und auch erklären können, warum das eigentlich funktioniert. Aber dafür schenke ich Ihnen die Hau-Rechnung, die war letztes Jahr noch drin. Das habe ich aber diesmal so flott gemacht, dass das nicht drin ist. Und dann auch, damit das Video zu seiner Ehre kommt, für einfache Beispiele der Ethnogeometrie den jeweiligen Zeichenalgorithmus durchführen können und die Funktionsweise erläutern. Wenn Sie das Video noch nicht gesehen haben, da geht das so darum, dass es so gewisse Figuren gibt, aus Punktfolgen zusammengesetzt, und dass man da zeigen kann, wann die durch einen einzigen Linienzug, so wie das Haus vom Nikolaus quasi, ausführbar sind und wann nicht. Das ist aber in dem Video erklärt. Dann gibt es Wissensfragen. Ich hatte ja immer gesagt, es gibt einen Teil, wo ein Teil der Aufgabe wird sein, dass Sie irgendwas machen müssen und der andere, dass Sie irgendwas wissen. Das wären, welche wesentlichen mathematischen Inhalte, Tätigkeiten lassen sich für diese zwei wesentlichen Perioden aus Mesopotamien nachweisen? Was konnten die Menschen da also? Dann, was unterscheidet diese ganz alten Zahlsysteme, die man hatte, von diesem keilschriftlichen? In dem einen Fall hatten wir ja ein Positionssystem, was mit endlich vielen Zeichen auskam. Und in dem anderen Fall hatten wir ein System, wo für höhere Stellenwerte immer neue Zeichen eingeführt werden. Und das hat dann auch gewisse Vor- und Nachteile. Und das hat dann unter Umständen auch noch, selbst das Sechsagesimalsystem hat noch Nachteile gegenüber unserem Dezimalsystem. Zum Beispiel, dass man sich ein kleines 1x1 mit 15 verschiedenen Werten merken musste. Ich erkläre jetzt nicht noch, also 9 plus 5, weil man muss sich nicht 60 mal 60 merken, aber zumindest 9 plus 5, also ein 15 mal 5, 9 plus 6, also ein 15 mal 15, 1x1. Und dann vielleicht auch noch so, was lässt sich an mathematischen, inhaltlichen Tätigkeiten auf dem Papyrus Rhind für das Mittlere Reich in Ägypten nachweisen? Das steht ganz kompakt auf einer Folie, was die da halt so konnten. Das muss man so ungefähr wissen. Und jetzt wieder bezogen auf das Video, was versteht man unter Ethnomathematik? Da ist so eine Definition in dem Video. Und welche Bezüge weist Ethnomathematik zu mathematikhistorischen und didaktischen Fragestellungen auf? So, also für diese vier Fragen sollte man sich vorher mal was aufgeschrieben und gelernt haben. Dann kommen wir zum zweiten Block. Das antike Griechenland. Jetzt könnte man eine ganze Vorlesung über das antike Griechenland nur machen, weil da gibt es halt wirklich extrem viel. Also sehr viel Mathematik ist da bekannt gewesen und auch schon begründet gewesen. Und das ist auch vielleicht das grundsätzlich Neue gegenüber Ägypten und Mesopotamien, dass uns zumindest was Überlieferung angeht, aus Ägypten und Mesopotamien eigentlich nur Prozeduren bekannt sind. Also in dem Papyrus Rhind steht zwar drin,
wie man dieses Problem der harmonischen Teilung, wie man das auch nennt, mit den Männern da, wo jeder ein Achtel mehr kriegen soll. Da steht da zwar drin, wie das geht, aber da steht nicht drin, warum das funktioniert. Und auch von den Babyloniern ist nichts überliefert, wo wir sagen könnten, da hätten wir mit Sicherheit Begründungen. Also ist irgendetwas passiert im antiken Griechenland. Man hat angefangen, Begründungen zu sammeln. Gibt es verschiedene Argumente, kommt gleich noch etwas ausführlicher. Einige sagen, das hängt eng mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Und man kann wirklich sagen, Mathematik wird hier jetzt eigenständig auch als Wissenschaft um ihrer selbst willen betrieben, wohingegen die weiten Teile der Mathematik der Ägypter und Mesopotamier, die man so kennt, aus praktischen Fragen des Wirtschaftens und der Landvermessung und so weiter entstanden sind und auch nur in diesem Sinne weiterentwickelt worden sind. Selbst wenn da manchmal etwas künstliche Beispiele drin sind. Man hat hier eine deutlich bessere Quellenlage, weil die halt schon ordentlich was geschrieben haben und so. Allerdings muss man auch sagen, dass fast nichts überliefert ist an mathematischen Texten, jedenfalls vollständig, wirklich aus der Zeit selbst. Zum Beispiel das bekannteste Buch, diese Elemente des Euklid, hat man eigentlich nur in Abschriften, die ungefähr 1000 Jahre jünger sind, als man eigentlich den Euklid so datiert. Es gibt so ein paar Fragmente, weswegen man dann weiß, okay, da muss schon vorher was da gewesen sein. Aber es ist dann zum Beispiel ja nicht ganz klar zu entscheiden, was hat eigentlich original in dem Euklid schon drin gestanden und was haben gewisse Kommentatoren da reingesetzt. Kann man nur wieder versuchen, mit anderen Fragmenten das irgendwie festzustellen. Und da gibt es teilweise auch Streit. Es gibt teilweise, werden Sie das jetzt mehrfach hören, wenn ich irgendwelche Namen nenne, dass man auch sagt, so, also Pythagoras, wenn er denn wirklich gelebt hat, hat wahrscheinlich dann und dann gelebt. Weil auch das sich im Einzelnen nicht immer nachweisen lässt, ob das wirklich historische Personen waren. Gut, die Elemente des Euklid sind da das Wichtigste und sind das Vorbild deduktiv-axiomatischen Arbeitens schlechthin. Die stammen auch aus dieser alexandrinischen Periode, beziehungsweise geben halt State of the Art den Wissensstand zu diesem Zeitpunkt wieder. Hier sind so die Hauptperioden, die sind manchmal ein bisschen unterschiedlich eingeteilt. Die älteste ist diese ionische Periode, da verortet man Thales und Pythagoras, die Ihnen sicher was sagen. Manche haben vielleicht auch von Demokrit und Hippokrates gehört. Das ist allerdings nicht der Hippokrates mit dem hippokratischen Eid. Also das ist ein anderer, die haben nichts miteinander zu tun. Die athenische Periode, in die Zeit fällt vor allem die Entstehung der Logik. Das ist so das Wichtigste. Hier haben sie Aristoteles, die aristotelische Logik. Eigentlich die Logik, die sie so am Anfang ihres Studiums kennenlernen. Das mit den Wahrheitstafeln, das hat man natürlich nicht so aufgeschrieben, aber das ist eigentlich die klassische aristotelische Logik, die in dieser Zeit entwickelt worden ist. Und dann die alexandrinische Periode, in der man dann unter anderem Archimedes verortet, Erastosthenes, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, und Apollonius, von dem diese Ausarbeitung zu den Kegelstädten stammt. Und in diese Zeit fällt halt auch der Euklid rein. Und dann gibt es noch die Spätzeit, manchmal heißt das auch hellenistische Zeit, manchmal wird auch alexandrinische Periode und Spätzeit zusammengenommen und das alles hellenistische Zeit genannt. Da hätten wir noch den Heron, den Ptolemäus, den Sie wahrscheinlich eher aus dem Physikunterricht kennen, wegen seinem Weltbild. Ja, so. Und Diophant, den haben Sie vielleicht schon mal gehört, diophantische Gleichungen sind nach dem benannt, wobei die bei Diophant selber ein bisschen was anderes waren. Ist doch Papros ist irgendwie wichtig für die Geometrie und das macht man jetzt immer, dass man da auch die Hypatia erwähnt, als so die erste Frau, von der man weiß, dass sie da mathematisch einiges gemacht hat. Wobei es ja, wenn Sie das Ethnomathematik-Video ansehen, auch die Theorie gibt, dass die ersten Mathematikerinnen Frauen waren, weil die diesen Ishango-Knochen da benutzt haben. Gut, aber jetzt schauen wir uns mal an, griechisches Zahlzeichensystem. Beim griechischen Zahlzeichensystem ist es ein bisschen kompliziert, da gibt es zwei verschiedene. Die sind beide nicht so ganz super für algorithmisches Rechnen. Eigentlich schlechter als die Keilschrift,
zahlen, muss man ganz ehrlich sagen. Das erste ist das, was da oben angezeigt ist. Das heißt auch akrophonisch, das ist das ältere. Und das funktioniert eigentlich ziemlich ähnlich wie das römische Zahlzeichensystem. Sie haben in Fünfer- und Zehner-Schritten neue Zeichen für die Stellenwerte. Sie merken schon wieder, es ist kein Positionssystem. Es gibt für Einsen Zeichen, es gibt für Fünfen Zeichen. Wenn Sie 25 schreiben wollten, würden Sie zwei Zehner hinmalen, also zwei Dreiecke und einen von diesen Haken. Ja, so wie man auch römische Zahlen aufschreibt. Dann, und das ist fast noch ein bisschen komplizierter, und da gibt's, beim letzten Jahr, das YouTube-Video hat irgendwer, der Griechisch kann, kommentiert. Deswegen kann ich das noch etwas ergänzen. Ich kann nämlich eigentlich kein Griechisch. Die haben das jetzt so gemacht, dass die angefangen haben, 1 ist Alpha, 2 ist Beta, 3 ist Gamma, 4 ist Delta, 5 ist Epsilon. Bis dahin stimmt doch alles. Jetzt kommt 6 ist die Gamma. Die Gamma gibt es eigentlich nicht mehr im griechischen Alphabet. Das ist ein veralteter Buchstabe, den die irgendwie reingenommen haben. Normalerweise kommt nach Epsilon Zeta, Eta. Aber die sind halt so das Alphabet durchgegangen bis 9. Jetzt geht das weiter. 10 ist Iota, 20 ist Kappa, 30 ist Lambda, 40 ist Mu und so weiter. Kappa bis den Zehner durch. Und dann geht es weiter. 100, Rho, 200 Sigma und so weiter. Bis 800 Omega, und San ist wieder so ein veraltetes Zeichen, was es eigentlich nicht mehr gibt im griechischen Alphabet. So, jetzt hat man also quasi die Einer mit den ersten Buchstaben, dann die Zehner mit den nächsten Buchstaben und die Hunderter mit den letzten Buchstaben benannt. Und bei den Tausendern fängt man jetzt wieder an mit Alpha und so und macht aber einen Strich dran bis 10.000, und dann fängt irgendwie noch wieder eine andere Schreibweise an, dass man da irgendwie sowas über ein M schreibt. Für die 10.000er, 20.000er weiter. Und so kriegt man zumindest mit dem griechischen Alphabet bis 900, ja, was steht da, 999, also ziemlich lange kommt man mit den Zahlen hin, bis 1 Million oder so. Hier sind auch ein paar Beispiele. Was man da merkt, wenn man jetzt nicht so gut Griechisch kann, und Sie haben jetzt irgendeinen Text, in dem Zahlen vorkommen, dann sehen Sie gar nicht so gut, wo die Zahlen stehen, weil die Zahlen sind ja mit denselben Buchstaben geschrieben wie die Worte. Also das ist schon irgendwie so grenzwertig. Das heißt, auch mit diesen Zahlen kann man eigentlich nicht gut rechnen. Nicht so gut wie bei uns mit den Stellenwerten. Deswegen gibt es, hier ist mal so eine Multiplikationstafel. Achso, das könnten wir uns noch eben anschauen. Hier sieht man mal so ein Beispiel, wie das funktioniert. Das ist die Multiplikationstafel, ist so ein altes Zeugnis davon. Links ist das halt so in krakeliger Nichtschönschrift. In der Mitte ist es in schöner Schrift, in Großbuchstaben. Und dann, wenn man guckt, A, A, A bedeutet 1 mal 1 ist 1. B, A, B oder halt Beta, Alpha, Beta müsste man ja eigentlich sagen. 2 mal 1 ist 2. Beta, Beta, Delta bedeutet 2 mal 2 ist gleich 4. Und so weiter geht das dann die Tafel durch. Das ist also so eine alte Multiplikationstafel. Aber praktisch gerechnet wurde mit dem Abakus. Wobei Abakus jetzt anders aussieht, als Sie das vielleicht kennen. Das ist halt so ein sogenannter Felder-Abakus, wie man den auch noch in Rom benutzt hat. Und wie der sogar noch bis ins Mittelalter, bei Adam Ries gibt es das auch noch, da heißt das Rechnen auf den Linien. Dann kommt erst die Kos, ist dann sozusagen das schriftliche Rechnen mit den arabischen Ziffern. Das wird da ja quasi erst eingeführt. Und bis dahin ist aber dieses Abakusrechnen typisch. So, und weil ich letztes Jahr so fleißig war, können wir uns jetzt auch angucken, wie das Abakusrechnen funktioniert. Wie stellt man Zahlen in diesem Abakus dar? Wir gucken vielleicht mal links oben. Natürlich war das nicht so, wenn Sie so einen Felder-Abakus haben, dass der da oben so eine arabische 56 angezeigt hat. Das ist jetzt nur für mich, damit wir das besser lesen können. Warum ist hier eine 56? Das funktioniert so. Auf den Linien sind Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender. Und zwischen den Linien sind Fünfer, Fünfziger, Fünfhunderter, Fünftausender und so weiter. Also immer wenn ein Plättchen hier liegt, ist das 1-Wert, 5-Wert, 10-Wert, 50-Wert, 100-Wert und so weiter. So, also liegen hier oben liegt ein 50er,
plus ein Fünfer plus ein Einer ist 56 und liegt ein 500er und drei Einer sind 503. Und hier funktioniert das im Prinzip genauso. Hier stehen halt nur die Buchstaben da nicht dran. Also man kann maximal drei Zahlen auf diesem Abakus darstellen. So, jetzt das Abakus addieren funktioniert einfach so, dass man die Dinger hier hochschiebt. So, jetzt zupp. Ich muss darauf achten, dass das auf der Linie bleibt, sonst zählt er das nicht richtig. Zupp und den 500er hier oben hin. So, und jetzt habe ich die Summe gebildet. Ich bin natürlich auch ein Schlingel. Ich habe das so gemacht, dass es keine Fünferübergänge gab. Das könnte natürlich passieren, wenn ich jetzt unten eine andere Zahl gelegen gehabt hätte, dass ich mehr als, dass hier irgendwo auf der Linie mehr als 5 liegen. Und dann gibt es eben die Regel, sobald einmal irgendwo mehr als 5 liegen, nimm 4 weg und schieb einen 1 weiter. So, und Subtrahieren funktioniert so ähnlich. Normalerweise schiebt man die dann halt weg. Und wenn man nicht genug wegschieben kann, dann muss man halt eine Spalte weiter nach links schieben und durch 5 ersetzen. Also es gibt immer die Regel, nach rechts schieben heißt, aus 5 wird 1 und nach links schieben aus 1 wird 5. Und damit kann man dann subtrahieren und addieren durch zusammenschieben oder wegschieben. Bei Subtraktion würde ich jetzt sagen, ich fange hier mit 559 an. Und wenn ich jetzt sagen wir mal, ich ziehe 60 ab, dann müsste ich eigentlich einen 6er und einen 10er wegnehmen. So, und das geht nicht. Das heißt, ich müsste aus dem 5er 500er machen und dann könnte ich es machen. Und dann könnte ich es wieder so schieben. Das will ich jetzt mal nicht machen. Ich will noch eben zeigen, wie die Multiplikation funktioniert. Leeres Brett. So. Ich nehme auch wieder die total sinnlose Aufgabe vom letzten Jahr. Irgendwer hat da im Video hat sich irgendwie in den Kommentaren einer beschwert, dass die Aufgabe zu leicht wäre. So, aber egal, ich mache trotzdem wieder dieselbe Aufgabe. Auf YouTube-Kommentare soll man eh nicht hören. So. 103 mal 12 möchte ich mal rechnen. So, ich lege die 12 mal hier hinten hin, aus Gründen. So, jetzt ist man vielleicht ein bisschen enttäuscht von diesem Abakus multiplizieren, weil eins hilft's nicht. Kleines einmal eins muss man können. Also auch am Abakus muss man das kleine einmal eins auswendig können, sonst bringt der einem gar nichts. Ist aber bei einem Stäbchen-Abakus genau dasselbe. Der rechnet einem nicht irgendwie die Multiplikationen von Hand aus. Das Einzige, wozu der hilft, ist, mehrstellige Multiplikationen werden leichter, weil man die Ergebnisse Stück für Stück reinschiebt. So, ich mache das jetzt so, dass ich sage, okay, oben liegt die Zahl, die ich multiplizieren soll. Hier liegt als Gedächtnisstütze die Zahl, mit der multipliziert wird. Und als unteres, in diesen unteren Bereich, lege ich jetzt das Ergebnis. So, jetzt mache ich das genauso wie beim schriftlichen Rechnen, dass ich sage, aha, 12 mal, also lege ich jetzt erstmal das Zehnfache rein. So, das ist jetzt ja auch relativ leicht abzulesen. Das Zehnfache heißt einfach, ich muss alle Plättchen eine Stange quasi weiterschieben. Gut, und jetzt, damit ich das nicht vergesse, sage ich, okay, der Zehner hat sich schon erledigt. Jetzt muss ich das noch zweimal machen. Das heißt, 2 mal 3 ist 6. Das heißt, dann lege ich schon mal einen hier hin und einen dahin. Dann habe ich die 6 schon mal drin. Und 2 mal 100 ist 200. Also kommen die hier hin. 1, 2. Ja. Und nachdem ich das gemacht habe, kann es halt auch wieder erforderlich sein, dass auf irgendeiner Stange mehr als 5 liegen, dass ich was zur Seite schiebe. Dann kann ich wieder die Zahldarstellung ablesen. Und ist natürlich besonders praktisch, weil ich dann ja nachher mir einfach die Buchstaben quasi da so oft wieder die Kügelchen drin, muss ich die Buchstaben hinschreiben, dann habe ich direkt das Zahlwort da stehen. Ein Problem, das wir haben, was diese älteren Perioden angeht, die ionische und die athenische Periode, ist, dass wir vieles eigentlich nur überliefert haben in Form der Elemente des Euklid, also von dem Text, der aus der alexandrinischen Periode ist. Es hat diese Elemente des Euklid, wo quasi das gesamte mathematische Wissen versammelt ist, da hat es auch in vorigen Perioden wahrscheinlich schon so Zusammenstellung des mathematischen Wissens gegeben. Es ist zum Beispiel eine überliefert von dem Hippokrates, von dem gibt es auch schon so Elemente.
Aber man muss sich das ja auch so vorstellen, also wenn jetzt jemand noch mal die Elemente haben wollte, da musste das ja einer abschreiben. So mit der Zeit hat man das halt abgeschrieben und ergänzt und dann neue Versionen aufgelegt. Und dann sind die alten irgendwann verschwunden. Und dadurch sind in der Überlieferung halt gewisse Sachen auch verloren gegangen. Und wir können uns jetzt die meisten Sätze und so nicht in der Originalfassung, wie sie bei Thales oder Pythagoras oder so standen, anschauen, sondern nur in Fassungen aus diesem Euklid. Und deswegen muss ich jetzt quasi als Kniff einen kleinen Vorgriff auf die Elemente des Euklid machen. Um mal zu sagen, wie schauen eigentlich die Elemente so grundsätzlich aus und was ist da so das Besondere? Ja, das Besondere ist, das habe ich, glaube ich, von irgendwem anders ohne Quelle geklaut, die Folie. Ich weiß aber noch von wem, von meiner lieben Kollegin Henrike Almendinger, die an der PH Luzern tätig ist. So, und damit habe ich jetzt auch dem Copyright Genüge getan. Die sagt, die alten Griechen entdeckten die Macht des Denkens, die Logik, damit auch die Möglichkeiten der Mathematik. Was ist neu? Also man kann durch reines Denken Erkenntnisse erzielen. Dann das Denken folgt gewissen Regeln, das sind die Gesetze der Logik. Und wenn die Voraussetzungen eines logischen Schlusses gegeben sind, dann gilt automatisch auch die Folgerung. Wenn das ein logischer Schluss ist, also einer, der zulässig ist. Das kennen Sie, wenn die Implikation, wenn der Schluss zulässig ist und die Voraussetzung stimmt, dann stimmt auch die Conclusio. Benutzen Sie zum Beispiel beim Weiß durch vollständige Induktion. Induktionsschluss wird bewiesen, der logische Schluss. Induktionsanfang für 1 und dann gilt auch die Folgerung für 2 und weil es für 2 gilt, die Folgerung für 3 und so weiter. So, das ist so, was in der Zeit entsteht. Und dann wird umgekehrt diese Art, wie dann Mathematik aufgeschrieben ist, ist über lange Zeit das Vorbild für wissenschaftliches Arbeiten. Man sagt dann auch, etwas wird More Geometrico nach dem Vorbild der Geometrie gezeigt. Also im Mittelalter ist quasi die Geometrie der Ausdruck davon, wie man wissenschaftlich streng arbeiten kann. Die Entstehung, es gibt 3 verschiedene, das ist jetzt neu gegenüber letztem Jahr, das hat mir dankenswerterweise Herr Kaduns auf den Text hingewiesen, von Herrn Jahnke, der zusammenfassend sagt, es gibt so 3 mögliche Antworten auf die Frage, wie das eigentlich entstanden sein könnte. Die Klammer oben in der Überschrift ist übrigens falsch. Also die Klammer sollte natürlich nach Deduktive aufhören und dann Wissenschaft. Also Geometrie als erste Wissenschaft oder jedenfalls als erste deduktive Wissenschaft. Es gibt 3 mögliche Antworten. Das erste ist die soziopolitische Hypothese, dass man sagt, es gibt Zusammenhänge damit, dass man das Beweisen angefangen hat in der Mathematik, insbesondere in der Geometrie, und mit der Redefreiheit, die man den Bürgern in der griechischen Demokratie gewährt hat, die mit der Notwendigkeit verbunden ist, dass man überzeugend argumentiert. Und jetzt geht das in beide Richtungen, dass man sagt, da gab es schon gewisse Regeln für das politische Argumentieren, die sind quasi in die Mathematik übernommen worden, dort weiterentwickelt worden und waren dann auch wieder Vorbild für das Argumentieren außerhalb. Das nennt man die soziopolitische Hypothese. Älter ist die internalistische Hypothese. Die ist von diesem Otto Neugebauer schon Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten worden. Der hat gesagt, naja, die Griechen, die haben ja da so ziemlich die ganze bekannte Welt erobert zu dem Zeitpunkt. Also insbesondere auch das Gebiet von Ägypten und so, da waren die da überall. Und die haben halt die ganze babylonische und ägyptische Mathematik aufgesogen. Und da sind sie aber auf Widersprüche gestoßen. Also das Wissen, was sie da angesammelt haben, war in sich nicht konsistent. Und deswegen hat man angefangen, sich zu überlegen, wie kann man das jetzt auf sichere Fundamente stellen. Das wäre die These, das hat gar nichts mit der Redefreiheit oder sowas zu tun. Ist einfach intern in der Mathematik entstanden. Und da gibt es die 3. These, ist, die Philosophen sind schuld. Also die Philosophen haben gesagt, ihr müsst das so machen und das alles auf logische Gründe stellen. Sagt der Herr Jahnke auch, ist natürlich schwierig für die einzelnen Thesen Belege zu finden. Aber am wahrscheinlichsten geht man heute aus, ist so eine Mischung aus dem 1. und dem 3.
Das zweite alleine reicht sicherlich nicht aus, um zu erklären, warum das in Griechenland passiert ist. Der macht das da insbesondere auch daran fest, dass es auch die theoretische Physik entsteht da ja auch um die Zeit, Optik und solche Sachen. Und da kann man halt sehen, dass das definitiv nicht Dinge sind, die rein auf innermathematische Problemstellungen beschränkt bleiben, die dazu führen, dass man in einer gewissen Weise versucht zu argumentieren. Die haben ja da zum Beispiel dann auch angefangen zu argumentieren, Fragen, die ja auch in die griechische Antike fallen ist, wie ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Zum Beispiel auch ein bekannter Streit, den ab der alexandrinischen Periode eigentlich alle Gelehrten sich einig, dass das eine Kugel ist. Gibt es ja dieses berühmte, ich glaube, Eratosthenes-Experiment, wo man da mit den Schatten und so weiter, haben Sie vielleicht in Physik schon mal mitgekriegt, oder sonst mache ich das vielleicht auch in das dritte Video noch rein, und dann sagen kann, das kann eigentlich nicht sein, das physikalische Phänomen lässt sich nicht erklären, wenn das eine Ebene ist. Und es gab tatsächlich sogar schon Leute, die gesagt haben, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems sozusagen, sondern die Sonne ist der Mittelpunkt des Sonnensystems. Auch der Aristarch heißt der, einer der Ersten, der gesagt hat, hier so ein geozentrisches Weltbild, das funktioniert eigentlich gar nicht. Auch da gab es Streit und da muss man sich überlegen, wie man da gescheit argumentieren kann. So, also zur Blüte getrieben wird das dann in diesen Elementen des Euklid. Die meisten Mathematikhistoriker sagen, der dürfte so zwischen 340 und 270 gelebt haben und an dieses berühmte Museion in Alexandria berufen worden sein, so eine große Akademie. Es gibt einige, die behaupten, nein, den Euklid hat es gar nicht gegeben, das ist nur ein Pseudonym für eine Gruppe von Mathematikern, die da Sachen aufgeschrieben haben. Aber die Mehrzahl der Leute meint, den hat es schon auch irgendwie gegeben. Elemente hat es schon vor Euklid gegeben. Das war immer so die Zusammenfassung des State of the Art, was die gerade an Mathematik hatten. Und Euklid ist gewissermaßen so die Definitive Edition. Also so besser ist es dann nicht mehr geworden quasi. Es gibt ein paar Bücher, die nachher noch drangekommen sind. Aber die ersten 13 Bücher des Euklid sind konstant geblieben. Bücher, Sie würden heute sagen Kapitel. Also das sind jetzt nicht 15 so Wälzer, den ganzen Euklid kriegen sie auf 80 Seiten oder so. Buch meint ein Kapitel. Stilprägender Aufbau, hier von Katz mal im Original gelassen, no examples, no motivation, no witty remarks, no calculation. So schön, weil es sich auch noch reimt. Also trockener als Staub, würden einige sagen. Wirklich nur reine Mathematik. Definitionen, Axiome, Sätze mit Beweisen. Also so wie heute noch jedes zweite Vorlesungsskriptum aussieht. Da sehen Sie, dass das wirklich stilprägend ist. Nur in mehr als 1000 Jahre jüngeren Abschriften vollständig erhalten. Was Sie da sehen, ist, so dürfte so 300 nach Christus sein, ist Präposition 5 aus Buch 2. Da in dem Bild soll gezeigt werden, dass A mal B plus A minus B Quadrat Viertel dasselbe ist wie A plus B in Klammern zum Quadrat Viertel. Das brauchen wir halt so für die sogenannte geometrische Algebra. Ist eines der ersten und am meisten gedruckten Bücher in Europa, ich glaube so ziemlich direkt hinter der Bibel und über viele Jahrhunderte wichtigstes Lehrbuch der Mathematik. Und letztes Jahr habe ich auch erzählt, dass das in Ken Folletts Säulen der Erde auch erwähnt wird, falls Sie das mal gelesen haben. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter oder kommt, glaube ich, sogar auch in dem Film vor, dass der will der Baumeister werden und da muss er irgendwie Euklids Elemente lesen, irgendwann im frühen Mittelalter. Wobei das so ein bisschen fraglich ist, dass ist ja im Mittelalter dann einiges mehr oder weniger verloren gegangen oder nur über die Araber überliefert worden. Das ist tatsächlich so, dass es gibt eigentlich keine vollständig in griechischer Sprache erhaltene Fassung, die ist quasi rekonstruiert worden. Es gibt ganz wenig Teile auf Griechisch. Da gibt es gewisse Teile, die sind erhalten worden durch die Araber. Die gibt es also auf Arabisch. Und dann gibt es ein paar Teile, die sind auf Latein erhalten gewesen. Und irgendwann hat dann jemand quasi rekonstruiert eine vollständige altgriechische Fassung. Aber erhalten ist die nicht im Volltext. Und deswegen ist auch immer nicht ganz klar, was kommt eigentlich aus der Zeit und was nicht.
sind gewisse Unsicherheiten. Hier ist der Aufbau. Sie haben die ersten 6 Bücher, sind die planimetrischen, da geht es also um ebene Geometrie. Und die ersten 3 Bücher sind jetzt für uns besonders interessant, weil die betreffen diese älteste Periode. Und da drin ist die Geometrie, die ohne Zahlen und Maße auskommt. Winkelmaße sind da immer so angegeben, dass alles ins Verhältnis gesetzt wird zum Vollwinkel, beziehungsweise dann zum rechten Winkel. Und da steht dann immer, ist mehr als 2 rechte Winkel oder ist weniger als 2 rechte Winkel und sowas. Aber es ist nie ein Winkelmaß oder ein Längenmaß angegeben. Es kommt schon sowas wie, das Verhältnis ist 2:3 oder so, das ist erlaubt, aber es wird quasi nicht gemessen. Im engeren Sinne, das ist erst in den Büchern 5 bis und so weiter. Da sehen Sie auch, dass dann in dem 5. ist die Ausdehnung der Größenlehre auf Irrationalitäten. Das ist ja so, dass die Griechen sehr eingeschränkten Zahlbegriff haben. Als Zahlen gelten wirklich nur die positiven ganzen Zahlen, würden Sie sagen. 0 ist keine Zahl. Je nach Zahlverständnis ist sogar 1 keine Zahl und die Zahlen fangen überhaupt erst bei 2 an. 2, 3, 4, 5, 6 sind dann Zahlen. Brüche haben die nicht, die haben halt Verhältnisse von Zahlen oder Verhältnisse von Zahlen mit der Einheit. Also einige sagen, die Einheit ist auch keine Zahl, sondern Zahl ist nur das aus Einheiten zusammengesetzte. Dann ist 1 auch keine Zahl. Fangen quasi die Zahlen erst bei 2 an. Und irrationale Zahlen war ja ganz schlimm, das geht eigentlich gar nicht. Das funktioniert dann irgendwie so, dass man sagt, das sind Verhältnisse von Größen, dann kann man das irgendwie retten. So, und dann rechnen die halt mit Zahlen, mit Verhältnissen von Zahlen und mit Verhältnissen von Größen. Und das ist all das, was wir heute alles Zahlen nennen, fällt da eben unter unterschiedliche Begriffe im antiken Griechenland. So, Sie haben da die zahlentheoretischen Bücher, da gibt es viel mit Teilbarkeitslehre und so. Und dann gibt es am Ende noch, auch da sind teilweise alte Sachen drin. Wenn Sie hier sehen, Teilbarkeitslehre, Primzahlen, das stammt von den Pythagoreern im Wesentlichen. Das ist also auch ionische Periode, also das, was uns jetzt interessiert, das ganz Alte. So, und dann haben Sie die Stereometrie, hier Eudoxos-Exhaustionsmethode. Da haben Sie im Prinzip so die Ursprünge dessen, was später mal die Integralrechnung wird. Also da wird so versucht, unter Parabeln den Inhalt zu bestimmen. Aber die Griechen haben sich ja etwas schwer getan mit dem Aktual-Unendlichen. Das kommt auch noch nächste Woche. Und deswegen sind dann da immer so komplizierte, doppelte Widerspruchsbeweise drin, weil die halt nicht sagen konnten, also Limes n gegen Unendlich ist so und so. Das gucken wir uns dann nächste Woche wahrscheinlich an. Ja, das ist so der Aufbau, aber für uns ist jetzt wichtig, wo wir halt reingucken, ist so ein bisschen in die planimetrischen Bücher und in diese zahlentheoretischen Bücher. So, also so sehen bei Euklid Definitionen aus. Manche übersetzen das auch mit Erklärungen. Es gibt verschiedene Euklid-Übersetzungen. Ich habe das halt aus einer rauskopiert, die kostenlos komplett im Netz steht und wo man immer so auf so Punkte klicken kann und dann kommt man auf so eine normalisierte, sehr alte griechische Zusammenstellung. Das elementar bezeichnete, ein Punkt hat keine Teile, das liest man auch öfter als ein Punkt ist, was keine Teile hat. Also ganz leicht zu übersetzen. Eine Linie hat eine Länge, aber keine Breite, das soll so Geraden betreffen. So, und jetzt geht das so weiter. Diese Definitionen sind für unser heutiges Verständnis, also so ab Hilbert ungefähr, zu dem wir wahrscheinlich nicht mehr kommen in der Vorlesung, eigentlich überflüssig, beziehungsweise ist das merkwürdig. Ab Hilbert hat sich so eingebürgert zu sagen, nein, also das funktioniert nicht. Definitionen müssten ja eigentlich Zurückführungen unbekannter Begriffe auf bereits Bekannte sein. Wenn man jetzt mal etwas nachdenkt, kann das nicht funktionieren, dass man alles definiert. Wenn Sie sagen, eine Definition soll immer etwas Unbekanntes auf etwas schon Bekanntes zurückführen, dann kriegen Sie irgendwann ein Henne-Ei-Problem. Am Anfang gibt es ja mal irgendwas, was Sie nicht durch schon was Bekanntes erklären können. So, und deswegen stehen am Anfang der Geometrie bei Hilbert undefinierte Grundbegriffe, nämlich genau Punkt und Gerade. Die sind gar nicht definiert. Der Hilbert hat dann gesagt, unterm Punkt
Und unter einer Gerade muss man sich jederzeit auch ein Bierseidel oder einen Sessel drunter vorstellen können. Hauptsache, und das kommt dann durch die Axiome, wird festgelegt, wie sich Punkte verhalten und wie sich Punkte im Zusammenspiel mit Geraden verhalten. Und alles, was sich so verhält, wie in unseren Axiomen festgelegt, dürfte man dann aber im Prinzip einen Punkt oder eine Gerade nennen. Das ist so der Unterschied. Also diese Definitionen, die hier am Anfang vom Euklid stehen, die sind aus heutiger Sicht teilweise eher überflüssig, wobei Sie auch sehen, einige sind dann schon so, wie wir das kennen. Ein Dreieck heißt rechtwinklig, wenn es einen rechten Winkel, stumpfwinklig, wenn es einen stumpfen Winkel, spitzwinklig, wenn es drei spitze Winkel hat. Wenn Sie da vorher irgendwo zwischen 7 und 21 stehen haben, was ein rechter Winkel ist und was ein Winkel ist und so weiter, dann haben Sie da natürlich so eine Definition, die Unbekanntes auf bereits Bekanntes zurückführt. Die würde also funktionieren, aber zumindest diese ersten, die da ganz oben stehen, funktionieren eigentlich nicht. Dann gibt es Postulate. Im Euklid gibt es Postulate und Axiome. Die Postulate sind halt das, was wir heute eigentlich die Axiome der Geometrie nennen. Und die Axiome sind eher so ganz allgemeine Regeln. Zum Beispiel, wenn zwei Dinge einem Dritten gleich sind, dann sind sie auch einander gleich. Sie würden jetzt sagen, wenn A ist gleich C und B ist gleich C, dann ist auch A gleich B. Das steht halt bei Euklid, wenn zwei Dinge einem Dritten gleich sind, dann sind sie auch einander gleich. Das nennt er ein Axiom. Und da gibt es noch so ein paar mehr. Wenn man wenn man Gleiches um Gleiches vermehrt, kommt wieder Gleiches heraus und so Dinge. Also das nennt er nur die Axiome. Und die Postulate, das wären in unserem Sinne, eigentlich heutigen Sinne, die Axiome der Geometrie. Dann schauen wir uns auch mal die ersten an. Die ersten drei sind besonders wichtig. Von einem beliebigen Punkt zu einem anderen Punkt ist eine gerade Strecke zu ziehen. Zusammen mit und eine gerade Strecke ist beliebig verlängerbar, nennt man auch die beiden Axiome des Lineals. Das legt quasi fest, was ein ideales Lineal macht. Ein reales Lineal sollte zwei Punkte, zumindest wenn der Abstand zwischen den Punkten kleiner ist als die Länge des Lineals, miteinander verbindbar machen. Und jetzt das gedachte, ideale Lineal ist natürlich beliebig lang. Und hier steht quasi, Sie können zwischen zwei Punkte immer durch eine Gerade verbinden. Das nennt man das Axiom des Lineals. Und um einen beliebigen Punkt ist mit beliebigem Radius ein Kreis beschreibbar, nennt man das Axiom des Zirkels. Das ist auch klar, das kann der ideale Zirkel. Auch wieder der reale Zirkel kann das nicht. Erstmal hat der Schüler immer so einen zittrigen, dass da eh kein Kreis rauskommt, sondern eine Spirale, ja, weil der immer enger zusammengeht beim Malen. So, aber darum geht es natürlich nicht. Und der kann einen beliebigen Radius machen, der Zirkel. Das sind also ideale Objekte, über die hier die Rede ist. Und das ist eigentlich auch die Bedeutung von Zirkel und Lineal. Die Bedeutung von Zirkel und Lineal ist, die stehen in den Axiomen. Und jetzt sind alle anderen Dinge sollen, immer wenn man dann sagt, etwas ist konstruierbar, dann heißt das, das ist mit Zirkel und Lineal konstruierbar. Und das war so wichtig, nicht weil Zirkel und Lineal so super toll zum Zeichnen sind, sondern weil man dann gesagt hat, aha, die zwei Dinge, dass das geht, dass man Geraden und Kreise zeichnen kann, das schreiben wir in die Axiome. Und jetzt wollen wir ganz viel davon ableiten. Also sind die so wichtig, weil das einfach die Elementarinstrumente sind. Die ideal gedachten Instrumente. Und jetzt heißt immer, die ganz viele Beweise sind jetzt am Anfang dieser Elemente des Euklid Existenzbeweise. Zum Beispiel, es gibt gleichschenklige Dreiecke. Und das wird bewiesen dadurch, dass gesagt wird, eine Konstruktionsanleitung wird gegeben. Lange Zeit war man sich nicht sicher, was mit 5 ist. Das ist auch so ein bisschen komisch hingeschrieben. Und zwei Geraden, die von einer Geraden geschnitten werden, wo die innenliegenden beiden Winkel zusammen kleiner als zwei Rechte sind, treffen sich dort, wonach die Winkel liegen. Mann, Mann, Mann. Also, da steht, wenn man zwei Geraden hat und man legt eine dritte durch, da, wo die Winkel auf der Seite, wo die beiden Schnittwinkel zusammen kleiner als zwei Rechte, also kleiner als 180 Grad sind, ich zeig mal, wo die Winkel liegen, hier, und hier, da sind die kleiner als 180 Grad. Auf der Seite werden sich die Geraden schneiden. Umgekehrt heißt das auch, wenn die Winkel genau zwei Rechte sind, dann werden die sich nie schneiden.
Aber das haben die halt vermieden, hier in dieser Formulierung aufzuschreiben. Das nennt man deswegen auch das Parallelenpostulat, weil man kann das auch umformulieren zu, es ist möglich, zu einer Gerade und einem Punkt immer genau eine Parallele zu zeichnen. Warum kann man das damit zeigen? Weil man dann sagen kann, naja, wenn der Winkel größer als, wenn der Winkel auf der einen Seite kleiner als 180 Grad ist, schneiden Sie sich eh auf der Seite, ist er größer als 180, dann schneiden Sie sich halt auf der anderen Seite und nur wenn es 180 ist, schneiden Sie sich nicht. Also gibt es nur genau eine Gerade, die das erfüllen kann. Das ist also genau das Parallelenpostulat. Nur ist das da anders hingeschrieben, damit man nicht sowas schreiben muss wie, ah, bei Parallelen schneiden die sich im Unendlichen oder irgendwas anderes, was auf Unendlichkeit hinaus will. Das will man halt vermeiden. Deswegen ist das so aufgeschrieben. Ganz, ganz, ganz lange Zeit, also bis Gauss quasi oder gleichzeitig, glaube ich, Bolyai, war nicht klar, ob man aus den ersten vier Axiomen das fünfte vielleicht beweisen kann. Erst bei so Gauss, also doch deutlich paar gut 1600, 700 Jahre später, war dann klar, nein, geht nicht. Man kann quasi Geometrien konstruieren, die alle ersten vier Axiome erfüllen und das fünfte Axiom nicht erfüllen. Die haben dann einige unschöne Eigenschaften, zum Beispiel, dass die Winkelsumme im Dreieck nicht mehr 180 Grad ist. Aber die sind auch ganz praktisch, weil zum Beispiel Kugeloberflächendreiecke haben auch keine 180 Grad Winkelsumme, sondern da hängt das davon ab, wie die gezeichnet sind. Also haben diese Geometrien sogar praktisch Bedeutung. So, da hat man lange dran gerätselt und gibt dann immer wieder Beweisversuche. Jetzt wollen wir uns mal anschauen an einem Beispiel, wie so Beweise aussehen in dem Euklid. Hier ist das jetzt nicht aus dem Original-Euklid, den es ja eh nicht mehr gibt, sondern das ist etwas viel Jüngeres. Ein Herr Byrne, der war Inspektor von Queen Victoria auf den Falkland-Inseln, der hat irgendwann ein Buch gemacht, wo der gesagt hat, ach, es wäre doch für die Lernenden der Geometrie gut, wenn da nicht immer diese blöden Bezeichnungen, also Kreis K und so drinstehen würden, sondern wenn ich einfach alle Bezeichnungen mal durch Farben und Piktogramme ersetze. So, und in diesem Buch ist sozusagen dann einfach immer überall, wo bei Dings steht, so der Kreis K oder das Parallelogramm so und so, ist so ein kleines buntes Bildchen reingemalt. Ist jetzt natürlich heute besonders unschön, dass der Projektor da jetzt die verfärbten Farben anzeigt. Aber man kann es, glaube ich, noch so sehen. So, und jetzt habe ich sogar ein kleines Video, was ich ursprünglich mal für andere Zwecke erstellt habe, was so ein bisschen albern ist. Das zeigt jetzt Schritt für Schritt diesen Beweis. So. Objection!
ist tatsächlich so, dass hier immer in den Schritten die einzelnen Sachen angegeben sind. Also hier wird gesagt, zeichne einen Kreis mit Radius, mit dem Radius hier um die Strecke und dann zeichne den so um die Strecke. Dass das möglich geht, steht in Postulat 3. Jetzt zeichnet man diese Strecken, das wird so und so sein. Steht hier nach Definition 15, das ist genau, sind da die gleich und nach Definition 15 sind auch die rote und die schwarze gleich. Und dann gilt eben dieses Axiom 1, wenn das Gelbe und das Rote sind jetzt einem Dritten gleich, nämlich dem Schwarzen. Und deswegen sind sie auch einander gleich. Rot ist gleich Gelb. Und daher ist das dann ein gleichschenkliges Dreieck. Und das ist ja auch, Sie kennen ja diese Methode eigentlich auch, um das gleichschenklige Dreieck zu zeichnen. Der Einspruch ist übrigens berechtigt. Es steht nirgendwo, wann sich zwei Kreise schneiden. Also in dem Euklid sind durchaus Lücken drin. Und das fehlt irgendwie. Ist ja nicht so, Sie sagen jetzt, ist ja eh klar, aber so kann man ja nicht argumentieren. Dann würde der Hilbert sagen, na. So, also dass das anschaulich klar ist, ist kein Argument, wenn Sie axiomatische Geometrie betreiben wollen. Das funktioniert nicht. Also das ist ein Hinweis darauf, dass es da durchaus auch an verschiedenen Stellen Lücken gibt. So, jetzt kommen wir mal in die ionische Periode. Die wichtigen Leute, Thales von Milet, unter anderem Basiswinkelsatz, Scheitelwinkelsatz, Halbierung der Kreisfläche, kommt gleich eh genauer. Demokrit, sage ich nicht so viel zu. Hippokrates, da möchte ich noch ein bisschen was zu machen. Ja, das könnte heute vielleicht noch klappen. Pythagoras wird wahrscheinlich eher ein bisschen eng. Die kommen jetzt aber eh noch genauer. So, hier mal der Thales von Milet. Ja, falls er gelebt hat, hat er von 624 bis 544 gelebt. Was er unter anderem kannte, war der Basiswinkelsatz, der besagt, in einem gleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel einander kongruent. Der Scheitelwinkelsatz, der besagt, wenn man so zwei Geraden schneidet, dann sind die Scheitel, die Winkel sind dann gleich. Ja, die nennt man Scheitelwinkel. Ich habe mal irgendwann gehört, dass das in Österreich gar nicht Scheitelwinkelsatz heißt, sondern auch wieder irgendwie anders. Aber die heißen halt Scheitelwinkel. Die Halbierung der Kreisfläche durch den Durchmesser verblüfft uns nicht so, dass das so ist, wenn man beim Kreis Durchmesser zeichnet, dass man dann links und rechts die Hälfte hat. Der Kongruenzsatz Winkelseite-Winkel war bekannt. Also dieser, wo man Seite hat und dann die beiden anliegenden Winkel, dann ist auch das Dreieck kongruent. Die Halbierung der Diagonalen im Rechteck hat er gekannt, jedenfalls. Und er wusste, dass die Peripheriewinkel dass alle Peripheriewinkel im Halbkreis rechte Winkel sind. Das ist das, was Sie als Satz von Thales kennen. Sie nehmen einen Kreis, Sie geben da einen Durchmesser rein und jetzt legen Sie Punkt irgendwo auf den Umfang drauf und dann, wenn Sie da ein Dreieck zeichnen, hat das einen rechten Winkel. Das nennt man einen Peripheriewinkel. Und die sind alle rechte Winkel, alle Winkel über dem Durchmesser an einem Kreis. Das ist üblicherweise der Satz von Thales. Und den schauen wir uns gleich auch noch an, wieder in den Elementen des Euklid. Diesen ist aber vorher, dürfen Sie jetzt noch mal kurz aktiv werden und mal auf die Rückseite gucken und sich so 5 bis 7 Minuten beschäftigen mit den Beispielen, die da drauf sind, die Probleme darstellen, die sich Thales hätte gestellt haben können. Gut, also hier das erste Ding war, Sie wollen eigentlich wissen, wie weit ist hier das Schiff draußen oder von Ihnen entfernt, wenn Sie hier stehen. Da ist irgendwie Wasser, da kann man schlecht messen. Und jetzt sagen Sie das so, okay, Sie gehen hier eine bestimmte Strecke in einem rechten Winkel nach unten und jetzt gehen Sie so weit hier nach außen, bis Sie genau gerade das Schiff anpeilen können und dann sagen Sie, diese Länge hier stimmt hoffentlich mit dieser Länge überein. Das ist aber Wunschdenken, das wollen wir zeigen, das wissen wir noch nicht. So, also hier, aber was wir wissen ist, nur da haben wir gesagt, da gehen wir im rechten Winkel längs. Das ist ja schon mal gut. Dann dieser Punkt B, also über den Mittelpunkt sollten Sie, also Sie sollten hier so weit hingehen, bis der Mittelpunkt dieser Strecke und das Schiff in einer Linie erscheinen. Das stand da, ne? Dass das eine Gerade bildet.
Das heißt aber doch, wenn Sie sagen, das ist der Mittelpunkt, dass wir wohl wissen, dass er hier genauso lang ist wie er hier. Also bei ihm hier mal ein Fragezeichen dran, da wissen wir das nicht, noch nicht. Aber hier wissen wir es, da haben wir gesagt, das ist die Hälfte, die sind gleich lang. Die beiden Winkel sind gleich. Und jetzt, wo kommt das letzte Argument her? Da fehlt uns ja noch was, ein Winkel wäre nicht schlecht, welchen nehmen wir denn? 50-50 Chance, welchen den Scheitelwinkel hier nehmen. Ne? So, diese Winkel hier stimmen auch überein, weil er kannte ja den Scheitelwinkelsatz. Und damit haben wir jetzt gezeigt, die sind kongruent und damit sind die Längen gleich. So, jetzt hier für das andere, da war das ja, da war es so ein bisschen anders. Da klettert man halt hier so einen Turm hoch und dann hat man da so ein Gerät, wo man irgendwie so diese C-Punkte, die kann man so einjustieren. Also man justiert das so ein, dass man über das A, das Schiff hier, hier ist wieder Wasser, schwimmen Fische, und man will da das Schiff anpeilen. Und jetzt sagt man, ich peile das hier in dem Winkel an und dann drehe ich mich genau um 180 Grad und peile einen Punkt an Land an. Da lasse ich dann meinen Sklaven hingehen und der stellt sich dahin und dann messe ich, wie lang das ist und sage, das Schiff ist genauso weit draußen. So, gut, jetzt gehen wir auch davon aus, dass da kein Fusch am Bau war, sondern der Turm ist einigermaßen lotrecht erstellt worden. Dann gehen wir auch mal davon aus, während sie sich umgedreht haben, ist der Turm auch nicht kleiner geworden, würde ich mal vermuten. Also würde ich doch sagen, dass die Höhe hier in beiden Dreiecken gleich ist. Und wenn sie das richtig gemacht haben mit diesem Ausstellen, sollte da so eine Fixierschraube dran sein, dass auch dieser Winkel hier mit diesem Winkel übereinstimmt. Und dann haben sie auch wieder Seite, Winkel, Seite. Gibt es noch komplizierte Geräte, die hatten zum Beispiel auch dann schon sehr bald so erste Theodoliten. Vielleicht ja einige Geografiestudenten, wo ihnen schon mal einer so ein Theodolit gezeigt hat zum Vermessen. Sowas gab es dann auch schon relativ bald in Griechenland. Aber Sie sehen, mit einigen wenigen Sätzen kann man praktische Probleme lösen. Und zu dieser Zeit in der ionischen Periode sind auch viele der geometrischen Aussagen noch durch praktische Probleme motivierbar. Das nächste dann eher nicht oder nicht zwingend. Hier sehen Sie den euklidischen Beweis der Proposition 31 aus Buch 3. In a circle, the angle in a semicircle is a right angle. The angle in a segment greater than a semicircle is acute. And the angle in a segment less than a semicircle is obtuse. Obtuse ist stumpf und acute ist spitzer Winkel und rechter Winkel ist eh klar. So, also so lautet eigentlich der Satz von Thales, sagt sogar, über dem Semicircle, also über dem Durchmesser, hat man 90 Grad Peripheriewinkel. Wenn man die Sehne woanders reinzeichnet, also unter dem Durchmesser, dann entstehen spitze Winkel. Und wenn Sie das über dem Durchmesser einzeichnen, dann entstehen stumpfe Winkel. Also das ist eigentlich der Satz von Thales, sind diese drei Unterscheidungen. Wir gucken uns jetzt aber nur den 90-Grad-Fall sozusagen an. Und das ist der klassische Beweis, wie er bei Euklid stand. Ob Thales den Beweis hatte, weiß man nicht. Man schreibt ihm halt die Kenntnis des Satzes zu. Aber Sie sehen hier, das ist genau der Beweis, den ich in Elementargeometrie machen würde. Auch heute noch gibt eigentlich nichts Besseres, was einem da einfallen könnte. Also dieser Gelb plus Schwarzwinkel, der da oben ist, soll ein rechter Winkel sein. Wir zeichnen mal die rote und diese schwarze Strecke ein. Die rote Strecke, das ist hier und das hier ist der Durchmesser. Und das ist auch der ganze Trick. Also Sie müssen diese Hilfslinie haben und auf die muss man erstmal kommen. Das ist sozusagen das Schwierige an dem Beweis. Ist auch nicht schwer, wenn Sie sich merken, in der Geometrie, wenn Sie was beweisen wollen, müssen Sie immer gucken, dass Sie entweder gleichschenklige, gleichseitige oder rechtwinklige Teildreiecke finden. Das ist immer die halbe Miete. Wenn Sie die finden, dann geht's weiter. So, was ist jetzt das Argument? Hier steht, Rot ist gleich Gelb und Blau ist gleich Schwarz nach Buch 1, Präposition 5. Proposition 5, Proposition ist ein Satz.
Buch 1 Proposition 5 können wir jetzt uns erschließen, was das ist. Das ist genau der Basiswinkelsatz. Die Dreiecke sind gleichschenklig, weil alle Seiten, die da auftauchen, sind Radien in dem Kreis. Das Rote ist ein Radius, das hier ist ein Radius und das hier ist ein Radius. Die sind also alle gleich lang. Also ist das hier ein gleichschenkliges Dreieck und das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Und in den jeweiligen Dreiecken sind dann die Basiswinkel gleich. So, jetzt steht da weiter, Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz ist gleich die Hälfte von zwei rechten Winkeln ist gleich ein rechter Winkel. Da muss man ein bisschen überlegen erstmal noch. Das erste ist mal in diesem Buch 1, Proposition 32, steht einfach drin, die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad in ihrer Sprache, beziehungsweise die Summe der Winkel in einem Dreieck ist zwei rechte Winkel. Das ist Buch 1, Proposition 32. Und jetzt kommt das Argument, naja, es ist aber doch Rot plus Gelb plus Schwarz plus Blau, zwei rechte Winkel. Und andererseits ist Gelb und Rot gleich und Schwarz und Blau gleich. Und jetzt muss ich das doch, damit ich es ordentlich mache. So, jetzt, ich habe leider nicht so viele farbige Stifte mit. Also, Sie haben das Argument, einerseits Rot plus Blau plus Gelb plus Schwarz ist gleich zwei rechte Winkel. Rot plus Blau plus Gelb plus Schwarz sind zwei rechte Winkel. Andererseits wissen Sie aus dem Bild, Rot ist gleich Blau und Gelb ist gleich Schwarz. Ich sepp noch mal wieder zurück. Rot ist gleich Gelb. Rot ist gleich Gelb und Blau ist gleich Schwarz. So, Blau ist gleich Schwarz. Und was Sie daraus schließen können, ist, wenn Sie das addieren, einfach diese beiden Gleichungen, Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz. Nun habe ich einfach die zwei Gleichungen addiert. Ja, das ist aber super, weil das heißt nämlich, dass Rot plus Blau und Gelb plus Schwarz dann jeweils ein rechter Winkel sein müssen. Und damit ist man fertig. Achso, das habe ich gut, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber steht das. Jetzt haben wir genau das Rot plus Blau ist gleich Gelb plus Schwarz muss gleich sein und damit haben wir dass man zwei jeweils einen rechten Winkel hat. Und das ist immer noch der Beweis, wie man es heute auch macht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, ne? Das passt, glaube ich. Das habe ich jetzt ausnahmsweise nicht verrechnet, außer dass ich es erst falsch angeschrieben habe. Hier sind auch nochmal die Teilpropositionen. Da sehen Sie, das wird dann der Herr Byrne, der hatte halt nicht so viel zu tun auf den Falklandinseln als Inspektor seiner Majestät Queen Victoria, weil das wird dann teilweise schon ganz schön unübersichtlich und ob das noch immer zum Nutzen der Lernenden ist, wie er sich das da überlegt hat und ob man nicht mit den Variablen auch ganz gut hinkommt, das ist dann mal die andere Frage. Aber es geht, ne? Es ist ganz brav, die ganzen ersten fünf Bücher hat er da so abgemalt. Ist mittlerweile auch im Public Domain, also kann man sich komplett gratis runterladen. Es gibt auch eine sehr schöne, dann neu aufgelegte Druckversion, die ist aber relativ teuer. Also da legen sie schon ordentlich was hin. Ich glaube, Cardons hat natürlich eine als alter Geometer. So, Hippokrates von Chios, das machen wir noch, das kriegen wir gut noch hin. Chios ist so eine Insel da irgendwo. Vorversion der Elemente, also das ist auch so einer, der schon einiges dieser Sätze und so gekannt haben dürfte. Wir werden gleich sehen, dass er schon eine ganze Menge Sätze gekannt haben muss für seinen berühmten Beweis, dass Polygone, der wusste, sämtliche Polygone, also N-Ecke, wie sie in der Schule auch sagen, und bestimmte Möhnchen sind quadrierbar. So, was Möhnchen sind, das sehen wir dann gleich noch.
Die Frage ist, was bedeutet eigentlich, dass etwas quadrierbar ist? Dass etwas quadrierbar ist, bedeutet, Sie haben irgendeine Figur und es gelingt Ihnen, durch Konstruktionen mit Zirkel und Lineal in endlich vielen Schritten eine Figur zu erstellen, die nachweislich denselben Flächeninhalt hat wie die Figur, die Sie da hatten. Dann heißt das quadrierbar. So, da gibt es irgendwann den Beweis, der ist aber ganz, ganz, ganz viel jünger, dass das beim Kreis nicht geht. Da braucht man sogar ein bisschen Galois-Theorie dafür. Also da können Sie dann aufs Masterstudium warten. Da lernen Sie das dann mal irgendwie, wie das funktioniert. Das ist ziemlich schwer, das zu zeigen, dass das nicht geht beim Kreis. In unendlich vielen Schritten geht's. Das ist aber uninteressant. Das ist dann keine echte Quadratur. Quadratur heißt in endlich vielen Schritten. Das heißt, irgendjemand muss das auch ausführen können. Und Sie kennen das ja vom Archimedes, dieses, man legt da halt innen und außen so Figuren drum. Und wenn man sich jetzt überlegt, irgendwann ist das ein unendlich Eck, dann hat das so viel Fläche wie das Ding. Aber das ist nicht erlaubt. Da braucht man ja unendlich viele Konstruktionsschritte, um ein Polygon zu haben, was denselben Flächeninhalt hat. Jo. Dann fangen wir, ne, auch Zwerge haben mal klein angefangen. Wir fangen mal an mit der Quadratur der Rechtecke. Also lässt sich ein Rechteck in endlich vielen Schritten in ein flächengleiches Quadrat umwandeln? Sage ich ja, nehmen wir einen Höhensatz für. So, habe ich auch mitgebracht. Hier ist das nochmal so. Also das ist, Sie müssen sich jetzt überlegen, das hier ist alles noch gar nicht da. So, heute auch ein weißes Hemd an, sehr praktisch. Also das sehen Sie nicht. Was Sie als erstes machen, ist, Sie verlängern diese eine Seite des Rechtecks. Und jetzt tragen Sie hier mit einem Zirkel diese Länge d nach da oben ab. Da machen Sie bei dem f so ein Strichi und dann nehmen Sie diese Strecke und jetzt so mit bestimmen Sie den Mittelpunkt g und jetzt zeichnen Sie da drüber einen Halbkreis. Und jetzt ist in dem Halbkreis nach Satz von Thales ja, so ein recht gewinkeltes Dreieck da drinnen. Zeigen Sie das bloß nicht Herrn Cardons, wie schlampert das gemalt ist. Ne? Also bei Raumgeometrie würde ich sagen, durchgefallen, ja, wenn Sie so zeichnen. Aber ich habe heute auch kein Lineal mit. So, also da drin liegt ein rechtwinkliges Dreieck. So, und jetzt gilt doch im rechtwinkligen Dreieck offensichtlich P mal Q ist gleich H Quadrat. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? P mal Q ist gleich H Quadrat. Heißt der Höhensatz. Also hat das Viereck, was hier oben liegt, das Quadrat, immer denselben Flächeninhalt wie das Rechteck. Endlich viele Schritte. Ich habe hier nur mit dem Zirkel angesetzt. Ich habe benutzt, dass ich eine Gerade zeichnen kann. Ich habe benutzt, dass ich hier wieder einen Halbkreis zeichnen kann. Ich habe benutzt, dass ich in den Halb... Also jetzt hätte ich erst noch sagen müssen, ich gehe dann hier oben hoch, verlängere das zu einer Gerade und der Schnittpunkt von Kreis und Dings, den wähle ich als Eckpunkt meines Dreiecks. Und dann kann ich sagen, dass über dieser Höhe das Quadrat hat denselben Flächeninhalt. Das ist die Quadratur des Rechtecks. Jetzt kommt die Quadratur sämtlicher Polygone. Also wir machen einen gewaltigen Schritt. Ah, erst noch die Quadratur des Dreiecks. Ja, das ist so popelig, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Quadratur des Dreiecks funktioniert so, machen wir halt aus dem Dreieck machen wir einfach ein Rechteck, indem wir das auf der Mitte seiner Höhe teilen. Sie kennen ja die Grundfläche mal Höhe durch 2, kommt Ihnen bekannt vor. Also bestimmen Sie den Mittelpunkt dieser Strecke und darüber konstruieren Sie ein Rechteck. Das hat dann nachweislich denselben Flächeninhalt wie das Dreieck. Kann man sich auch klar machen, wenn man jetzt hätte ich das natürlich ausgeschnitten mitbringen sollen und abschneiden und unten die Ecken wieder dranlegen, damit Sie dann sehen, aha, das passt da auch tatsächlich immer rein. Ja, das machen Sie dann so in der Schule, wenn Sie hoffentlich mal begründen, warum das Dreieck da den halben Flächeninhalt hat. Das kann man nicht bei jedem Dreieck machen, dass man da auf der Mitte das abschneidet und seitlich so wieder dranlegt. So. Gut, jetzt die Quadratur der Polygone. Ich war schon so voreilig. Eine Möglichkeit ist, wir zerschnibbeln das Gerät da oben in Dreiecke
Und dann wissen wir, die Dreiecke lassen sich ja jeweils in Rechtecke umwandeln und die Rechtecke lassen sich jeweils in Quadrate umwandeln. Dann haben wir aber noch ein Problem. Das ist dann eigentlich immer noch nicht quadriert. Weil wir haben ja jetzt drei Quadrate. Wir wollten aber ein Quadrat haben. Ja, da hilft aber wieder die Satzgruppe von Pythagoras. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel aus diesen beiden Quadraten ein Quadrat machen wollen, dann geht das ja einfach so, dass Sie sagen, okay, also ich verlängere diese Seite hier herunter, dann nehme ich das hier in den Zirkel, trage das hier ab, mal dort das entsprechende Quadrat dran und dann mache ich hier so die Länge und dann sage ich, ach guck mal, das Quadrat hier, ja, was jetzt nicht unbedingt aussieht wie ein Quadrat, wenn das alles ordentlich gemalt würde, so wie Herr Kade uns Ihnen das zeigt. Ich muss ja mal überlegen, ob ich aus Datenschutzgründen in dem YouTube-Video immer Kanons rausschneiden muss. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber ich glaube, der hält das aus. Jetzt habe ich aus den zwei Quadraten 1 gemacht, weil nach Satz des Pythagoras gilt ja a² plus b² ist gleich c². Und jetzt könnte ich das c² wieder nehmen und würde das hier an das d² anlegen und kann denselben Spaß machen. Das ist die eine Möglichkeit, wie man vorgehen kann. Die andere Möglichkeit ist, dass man hier oben Ecken wegradiert und das direkt in ein Dreieck umwandelt. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch ganz fleißig vorbereitet. Das benutzt die Aussage, dass alle Dreiecke, die dieselbe Grundseite und dieselbe Höhe haben, denselben Flächeninhalt haben, ist wieder einfach die Formel Grundseite mal Höhe durch 2 ist Flächeninhalt. So, und dann funktioniert das Eckenradieren so, dass man sagt, ich zeichne mal hier ich nehme mir mal dieses Teildreieck hier unten, guck mir das mal aus und sag jetzt, okay, wenn ich hier eine Parallele zeichne durch den Punkt, das ist diese Gerade, und ich nehme jetzt die Ecke her, und zieh die ja einfach rüber, dann haben ja die ganzen Dreiecke da alle denselben Flächeninhalt. Ich ziehe das also genau so rüber, dass das da oben auf der Gerade zu liegen kommt. Jetzt habe ich schon mal eine Ecke wegradiert. Ja, und jetzt sage ich, okay, das könnte ich aber hier oben ja natürlich auch machen. Ich zeichne hier eine Parallele für dieses Teildreieck und mache das da genauso. Ich ziehe das hier oben hoch. Auch wieder all diese Dreiecke, Teildreiecke sind flächengleich. Das heißt, die Fläche verändere ich nicht. Und Wunder über Wunder, aus dem Fünfeck ist ein Dreieck geworden, bei dem ich weiß, die Gesamtfläche, diese braune, ist jetzt immer noch genauso wie die Fläche von dem Fünfeck. Und jetzt kann ich dann wieder hingehen, aus dem Dreieck mache ich halbe Höhe, mache ein Rechteck draus, mache ein Quadrat draus. Da muss ich diese Quadrataddiererei nicht machen. Und somit ist klar, alle Polygone lassen sich quadrieren. Ist damit gezeigt. Natürlich hatten die kein GeoGebra, aber das Argument kannten die. Über derselben Strecke sind alle Dreiecke mit gleicher Höhe, haben denselben Flächeninhalt. Und man kann das ja auch ganz normal konstruieren. Sie können ja einfach sagen, ich zeichne die Parallele und da, wo die zwei sich schneiden, da ersetze ich den Punkt. Sie müssen das da ja nicht langziehen, wie ich das da gemacht habe. Also kann man das auch durch normale Konstruktionen mit Zirkel und Lineal tatsächlich erzeugen, dieses eckenradierte Dreieck. So, jetzt brauchen wir die Quadratur der Mönchen, das große Theorem. Was man dafür braucht, ist den pythagoräischen Lehrsatz, der war zu der Zeit aber wohl bekannt, den Satz von Thales, der war bekannt. Und was auch bekannt war, wo aber unklar ist, wo es sehr zweifelhaft ist, dass es da einen Beweis für gab, ist die folgende Aussage: Die Fläche von zwei Halbkreisen verhält sich zueinander so wie das Quadrat ihres Durchmessers. Ihnen ist das eigentlich klar, weil Sie wissen ja, die Fläche eines Halbkreises ist Pi halbe r². So, und jetzt können Sie natürlich das R auch durch D ersetzen, das ändert nichts. Die Flächen verhalten sich dann wie die Quadrate der Durchmesser und der Proportionalitätsfaktor, der da auftritt, ist irgendein Vielfaches von Pi. So, aber diesen Proportionalitätsfaktor, der ist hier in der Aussage nicht drin. Es ist nur drin, die Fläche von zwei Halbkreisen verhält sich jedenfalls zueinander so wie das Quadrat ihres Durchmessers. Und in Buch 12, Proposition 21,
der Elemente ist auch ein Beweis dafür drin. Aber nicht für die Proportionalitätszahl. Also das Pi selbst ist nicht bewiesen. Das hatten die ja auch nicht, ne, als Irrationalzahlen und so. Okay, aber die wussten das, diese Aussage wussten die. Und das kann man jetzt benutzen, um nachzuweisen, dass in diesem Bild die sehr dunkelgraue oder schwarze oder bei ihnen halt sehr dunkelgelbe Fläche genauso groß ist wie die etwas heller graue Fläche, also die Dreiecksfläche. So, und jetzt ist das Möhnchen ist jetzt deswegen quadrierbar, weil man sagen kann, na ja, das Dreieck kann ich quadrieren und wenn ich ein Argument habe, warum das Möhnchen dieselbe Fläche hat wie das Dreieck, exakt dieselbe Fläche wie das Dreieck, dann kann ich quasi auch das Möhnchen quadrieren, weil ich weiß ja, wie ich für das Dreieck die Fläche rauskriege. So, und das große Theorem in 10 Minuten kriegen wir das hin. Das ist ganz locker machbar. Zumindest, wenn man sich vor der Lehrveranstaltung noch mal sein eigenes Video angeguckt hat und noch mal weiß, wie der Beweis noch mal genau ging. So, also dann fangen wir mal an. Ich fange mal an mit der Aussage, dass Dreieck ACO, das ist dieses hier, das ist kongruent zum Dreieck BCO. Das ist das hier. So ist das gemacht. Also der sagt nach Voraussetzung, wähle quasi das in einem Halbkreis einbeschriebene gleichschenklige rechtwinklige Dreieck. So, das ist sozusagen nach Voraussetzung oder nach Konstruktion, kann man auch sagen. Daraus lässt sich natürlich dann unschwer folgern, dass insbesondere die Strecke AC genauso lang ist wie die Strecke AB. So, das schreibt man ja manchmal, wenn man sehr vornehm ist, mit so Betragstrichen. Könnte auch noch Vektorpfeile drüber machen, aber die gab es daher noch nicht. Da wird es auch nicht falscher oder richtiger durch. So, jetzt ist ja nach Satz von Thales, hier Thales, Satz oder Proposition, was weiß ich, ist mir doch egal, ABC-Dreieck rechtwinklig. Rechtwinklig. Ja, das ist ja nicht schlecht. Wenn das ABC rechtwinklig ist, dann gilt doch wohl das AB-Quadrat nach Satz des Pythagoras gleich AC-Quadrat plus BC-Quadrat. Einfach Satz von Pythagoras in dem Links. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, AC ist gleich BC, also kann ich das ausschreiben als AB Quadrat ist gleich 2 mal AC zum Quadrat. Jetzt forme ich das noch um, damit da auch wirklich ein Verhältnis steht von zwei Seitenlängen. Ich teile das mal durch AB und bringe das so ein bisschen rüber. Also steht da AC Quadrat durch AB Quadrat ist gleich 1 durch 2. So jetzt, so wie Sie es in der Schule gelernt haben, geteilt durch AB Quadrat, geteilt durch 2. Deswegen stimmt das. Nur, dass da keine Probleme entstehen. So. AB ist der Durchmesser des Halbkreises ACB. AB ist Durchmesser von dem Halbkreis. AC ist der Durchmesser des Halbkreises AEC. C. Warum schreibe ich das auf? Die Fläche dieser beiden Halbkreise verhält sich jetzt so zueinander wie ihre Durchmesser. Das war der Satz, den ich gerade hatte auf der Folie. Die Fläche von diesem Halbkreis hier oben, weiß plus das Schwarze, verhält sich zu der Fläche von diesem unteren Halbkreis, so wie das Verhältnis ihrer Durchmesser. Das war dieser berühmte Satz,
die dritte Voraussetzung, die ich da gehabt habe. So, also kann ich jetzt schreiben, die Fläche von dem Halbkreis AEC durch die Fläche von dem Halbkreis AB, na ACB habe ich den genannt, so ACB ist auch gleich 1 halb. Jetzt ist das aber ja, das ist jetzt irgendwie interessant. Das ist ja interessant. Also ist diese Fläche von dem, dieser Halbkreis ist also genau halb so groß wie hier unten der Halbkreis. Das habe ich jetzt gerade gezeigt. Der Halbkreis hier oben hat genau die halbe Fläche von dem Halbkreis hier innen drin. Aha, jetzt gucke ich mir mal den Viertelkreis an. Viertelkreis AO, na, wie nennen wir den hier vielleicht mal? OAFC, ja, OAFC, OAFC, ne, dieser Viertelkreis. Der hat ja wohl ein halb mal AEC Halbkreis die Fläche. Die Hälfte von einem Halbkreis hat die halbe Fläche, würde ich sagen. Ja? Eieieiei. Ja. Jetzt schreiben wir es auch ordentlich hin. So, also, dann sagen wir mal so, A Halbkreis. A, C, B, so. So, also wenn der auch die halbe Fläche hat, dann steht da ja wohl das A von diesem Viertelkreis O, A, F, C ist also genauso groß wie A, Halbkreis, A, E, C. Ne? Also der Viertelkreis hier unten hat dieselbe Fläche wie der Halbkreis hier oben. So, das sieht gräulich aus. So, also jetzt kann ich das nicht so sagen. Jetzt kann ich andererseits aber sagen, der Viertelkreis, der ist gleich die sehr dunkle Fläche plus die weiße Fläche. Das ist der Viertelkreis. Und der Halbkreis, der ist gleich, die warten da schon alle auf ihre Stochastikübung, der ist gleich diese helle Fläche plus die weiße Fläche. Und außerdem weiß ich, dass die beiden gleich sind. Also steht da, schwarz plus weiß ist gleich grau. Plus weiß. Und jetzt machen Sie das, wie Sie das gewohnt sind. Ich ziehe die weiße Fläche ab. Da gibt es ja ein Axiom, das das auch genau sagt. Also wenn man vom Gleichen Gleiches wegnimmt, kommt Gleiches heraus. Das steht irgendwo als Axiom. Steht da also, schwarz ist gleich grau. Tada! Fertig. Jetzt haben Sie nachgewiesen, das Dreieck hat genau dieselbe Fläche wie da oben das Mündchen. Warum hat man sich da so gefreut und war dann nachher doch wieder enttäuscht? Man hat gedacht, damit kriegt man vielleicht auch irgendwann die Kreisfläche raus, weil man auch zeigen kann, dass hier das ähnlich ist. Wenn Sie da innen in diesen Kreis die Dreiecke reinzeichnen, dann wäre das auch wieder so, dass die Mündchen und mit dem Dings und das so schön hinkommen würde. Es gibt aber ein ganz großes Problem. Diese Argumentation funktioniert nur, wenn innen drin gleichschenklige, rechtwinklige Dreiecke liegen. In diesem Fall kriegt man nicht raus, wie groß das Mündchen ist. Und damit ist die Quadratur leider des Kreises an sich gescheitert. Es war trotzdem, ist es eine verblüffende Eigenschaft, dass es gekrümmte Linien gibt, von denen man ganz exakt sagen kann, was der Flächeninhalt ist und auch ein Dreieck konstruieren kann, was sicher denselben Flächeninhalt hat. Das ist schon ein besonderer Beweis und was hat auch eigentlich keine praktische Bedeutung unmittelbar. Da merkt man, das steht wirklich nur aus einem theoretischen Interesse. Gut, und nächste Woche machen wir dann mit dem Pythagoras weiter. Sonst werden hier hinten die Stochastiker langsam.